Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, das ist sie unverändert, die Kreuzfahrt-Edition. Und wer diesen Ort jetzt auf Anhieb erkennt, na, das ist ein ganz großer. Ein ganz großer. Kennt kein Mensch, das ist Harlingen. Und das ist unser Deck. Keiner im Swimmingpool, was auch beruhigend ist. Und ich wollte euch zeigen, auch hier treffe ich natürlich auf Fußball. Den Mannschaftsbus vom FC Emmen, kennt ihr alle, den habe ich heute hier auf einem Parkplatz gesehen und für euch mal abfotografiert. Mein Gott, das sind Bilder für die Ewigkeit. Dann war ich natürlich in der Innenstadt und muss sagen, Oranje glaubt weiter an sich, auch nach der 2:3 Niederlage gegen Österreich. Allerdings hat mir jemand gesagt heute in einem Lokal, es wäre noch schlimmer, gegen Österreich zu verlieren als gegen Deutschland. Soll ich euch was sagen? Ich kann das gut nachvollziehen. Aber mal gucken, manchmal ist ja so ein Wettbewerb ganz komisch. Da sind die Niederländer Dritter und plötzlich kommen sie dann doch noch ins Laufen. Oder die Engländer, die so schlecht gespielt haben, dass sie nur noch Hohn und Spott ernten, die könnten ja auch noch ins Laufen kommen. Wer weiß das? Also es ist eine verrückte Europameisterschaft. Vielleicht wird Georgien ja Europameister. Nein, das werden sie nicht. Aber schön für Georgien und für Tiflis, dass sie so weit gekommen sind. Eine der ganz großen Sensationen. Und es ist auch schön, wenn so eine kleine Nation plötzlich und unerwartet die Finalspiele erreicht. Achtelfinale geht dann los mit Italien gegen Schweiz. Das ist natürlich auch Nachbarländer. Ganz interessantes Spiel. Normalerweise würde man sagen, oder früher hätte man gesagt, die Italiener klarer Favorit. Aber das sind sie auch nicht mehr. Donnarumma, da haben sie natürlich einen Weltklasse-Torhüter. Das ist wichtig für sie. Aber die Schweizer haben Xhaka. Also es wird ein interessantes Spiel. Und dann kommt das Spiel Deutschland gegen Dänemark. Tobi hat für uns eine kleine Instagram-Umfrage gemacht. Hier ist das Ergebnis. Martin, bitte einblenden. Danke. Musste sich jemand bücken, um an mir vorbeizukommen. Martin, bitte einblenden. Also da ist man jetzt sehr optimistisch, dass Deutschland gegen Dänemark gewinnt. Ich glaube das eigentlich auch. Aber Freunde, 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 der Fußball ist so herrlich unberechenbar. Wie oft habe ich das schon gesagt? Also, was waren die Höhepunkte heute? Die Umfrage, die ihr gerade gesehen habt, mit einem klaren Ergebnis. Dann der Mannschaftsbus vom FC Emmen. Und das immer noch gute Wetter hier, wobei uns allerdings der Kapitän gerade gesagt hat, es kann sehr windig werden in der nächsten Nacht. Und ich sag's euch, ich habe schon so die eine oder andere Kreuzfahrt hinter mir. Das ist nicht so lustig, wenn es so richtig schaukelt. Aber ich bin mal optimistisch, dass wir das auch noch ganz gut überstehen. So, wir schauen jetzt nochmal gemeinsam aufs Meer. Will euch den Blick natürlich gönnen. Und da seht ihr es, so ein bisschen dunkel wird es am Horizont. Die MS Hamburg grüßt und Herz, Seele, Ball freut sich, euch auch hierhin mitgenommen zu haben. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball, täglich neu.